Ja, tatsächlich verändert sich der Nährstoffbedarf bei Lungenfibrose. Und das ist auch vielleicht der naheliegende Zusammenhang, dass die Ernährung bei einer Lungenerkrankung ganz besonders wichtig ist. Erstens einmal durch die vermehrte Atemarbeit. Das heißt, Patientinnen mit Lungenfibrose müssen bei der Einatmung und bei voranschreitender Erkrankung immer mehr Widerstand überwinden, damit der benötigte Sauerstoff auch tatsächlich im Blut ankommt. Und diesen Widerstand zu überwinden bedeutet, dass Patientinnen mehr einatmen müssen. Das heißt, wir haben eine erhöhte Atemarbeit, man nennt das auch die Hyperinflation. Und diese Hyperinflation kostet nicht nur Kraft, sondern sie kostet Energie, einen Mehrbedarf an Kalorien. Und es ist wichtig, wenn Sie bei Ihrer Diätologin sind, dass Ihre Diätologin aufgrund dieser Hyperinflation diese Kalorien mit berücksichtigt, die vermehrt notwendig sind. Das Zweite, was ganz besonders wichtig ist, ist, dass Patientinnen mit Lungenfibrose oder generell mit chronischen Erkrankungen und entzündlichen Erkrankungen einen Mehrbedarf an Proteinen, an Eiweißen haben. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass hier auf eine ausreichende Eiweißversorgung Acht gegeben wird. Dann ist es wichtig, dass wir, wenn wir von entzündlichen Erkrankungen sprechen, eine Art antientzündliche Ernährung in unseren Ernährungsalltag einbinden. Da möchte ich noch später darauf zu sprechen kommen, was antientzündliche Nahrungsbestandteile genau sind. Aber es ist wichtig, dass man die im Hinterkopf hat und genau weiß, wie kann ich mich denn besonders mit diesen Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen oder Mineralien oder besonderen Aminosäuren versorgen, um die entzündlichen Prozesse hintanzuhalten. Der erhöhte Bedarf an Mikro- und Makronährstoffen wird oft bei Patientinnen mit Lungenfibrose durch die Appetitlosigkeit oder Verdauungsbeschwerden wie Reflux, Übelkeit und Durchfall nicht gedeckt. Das heißt, es geht die Schere weit auseinander zwischen Bedarf und Zufuhr. Und das ist besonders wichtig, dass hier anhand von erstens Erhebungen wie auch von diätologischen Interventionen versucht wird, diese Soll-Ist-Situation sehr bald wieder zu harmonisieren. Was können Sie machen? Sie können Ihre Ernährung optimieren, indem Sie Planung umsetzen. Planung des Ernährungsalltages und Planung der einzelnen Mahlzeit. Besonders wichtig zu wissen ist, dass die Menge der einzelnen Mahlzeit, wenn sie zu hoch ist, mit Atembeschwerden einhergehen kann. Das hat viele verschiedene Gründe. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie über den Tag eine hohe Mahlzeitfrequenz haben. Was heißt das? Dass Sie circa 6 bis 8 Mal am Tag essen. Ich weiß, das klingt jetzt viel, aber 6 bis 8 Mal kleinere Mahlzeiten. Mit der kleineren Mahlzeit, also wir reden hier von der Menge, da wird erstens die Magenkapazität nicht überfordert und zweitens leiden Sie weniger unter Atemnot während des Essens. Das Zweite ist, dass Sie natürlich immer mit der Luft ringen und daher ökonomisieren Sie die Luft. Bedeutet für mich, dass Sie Ihren Einkauf planen mit Hilfe eines Wochenmenüplans oder eines Ernährungsleitfadens, der im besten Fall von einer Diätologin erstellt wurde. Sie wissen, wann Sie was zu Hause haben müssen, was Sie kochen wollen. Sie kennen das Gericht. Bestens ist auch vorzukochen, verschiedene Beilagen und dann in einer anderen Mahlzeit wieder zu verwenden. Das heißt, ein gewisses Ernährungsmanagement, das kennen Diätologinnen, ist hilfreich, dass Sie Ihren Ernährungsalltag alleine von der praktischen Seite viel effizienter gestalten. Das Zweite ist, planen Sie Ihre Mahlzeit. Wir haben von 6 bis 8 Mahlzeiten pro Tag gesprochen, aber jede Mahlzeit sollte auch einem gewissen Prinzip entsprechen. Und dieses Prinzip nenne ich das Baukastensystem. Das heißt, jede Mahlzeit sollte einen Anteil Eiweiß haben, einen Anteil Kohlenhydrate, einen Anteil Fett und einen Anteil an antientzündlichen Nahrungsbestandteilen. Es hilft nicht, wenn Sie die Mahlzeit bezeichnen, wenn Sie einen Apfel essen, sondern immer diese Bauelemente zusammen erhöhen erstens einmal die Nährstoffdichte und das ist in Ihrer Ausgangssituation der Atemnot und auch möglicherweise der Verdauungsbeschwerden besonders wichtig. Das heißt, eine
geringes Volumen und hohe Nährstoffdichte. Also was wäre das zum Beispiel? Das könnte sein, dass Sie einen Porridge machen, indem Sie Haferflocken in Wasser kochen, Joghurt dazugeben, gemahlene Nüsse und möglicherweise ein Himbeerkompott. Ja, das heißt, ich habe unterschiedliche Elemente, die aber dann in Menge nicht sehr voluminös sind, aber sehr, sehr viel wichtige Nährstoffe bringen. Es könnte auch ein Kartoffelpüree sein mit zum Beispiel einem Thymian-Pesto. Thymian, der besonders den Schleim löst und den Hustenreiz unterdrückt. Also wichtig ist, die Mahlzeit nicht nur innerhalb des Tages zu planen, sondern auch die einzelne Mahlzeit gut zu beobachten, damit alle wichtigen Nährstoffe auch in der Mahlzeit vorhanden sind. Ich empfehle in beiden Fällen, die ernährungstherapeutische Begleitung einer Diätologin in Anspruch zu nehmen. Wenn Untergewicht bereits vorhanden ist, bedeutet es nicht nur ein Verlust an Gewicht, sondern auch leider ein Verlust an Muskelmasse und an Atemmuskulatur. Das heißt, da brauchen Sie wirklich Unterstützung. Auch bei Übergewicht, wenn man oft meint, besser ist, man hat zu viel als zu wenig, das stimmt bedingt. Ein gewisses Übergewicht hat eine mögliche positive Auswirkung auf den allgemeinen Zustand, natürlich weil noch mehr Kraftreserven vorhanden sind, aber wir wissen auch, dass vor allem das viszerale Bauchfett, also das ist das, was vor oder unterhalb der Lunge ist, sich negativ auf die Atmung ausüben kann. In Abhängigkeit Ihres Ausgangsgewichtes, also entweder zu viel oder zu wenig, und Ihrer Werte der fettfreien Masse, wählen Sie bestimmte Lebensmittel aus. Also wenn Sie übergewichtig sind, dann verwenden Sie oder wählen Sie fettarme Produkte aus, verwenden weniger Zucker, vor allem keine gezuckerten Getränke, aber Sie halten bitte das Baukastensystem ein. Sie sparen an Kalorien, aber nicht an wichtigen essentiellen Nährstoffen. Wenn Sie untergewichtig sind, ist es wichtig, dass Sie die Nährstoffdichte Ihrer Lebensmittel erhöhen. Das heißt, Sie kaufen Milchprodukte, die Vollfett mit Vollfettgehalt. Sie könnten auch mittelkettige Triglyceride einbinden. Das sind diätetische Produkte, das sind Fette, die keine Galle benötigen und daher sehr leicht verträglich sind. Sie versuchen, Ihre Speisen anzureichern. Was heißt das? Zum Beispiel einer eingedickten Suppe ein Eidotter oder ein pochiertes Ei hinzuzufügen. Sie versuchen, überall in Speisen eine Fettquelle, eine zusätzliche dazuzugeben. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang wäre es auch wieder ratsam, Sie hätten Unterstützung von Ihrer Diätologin. In vielen Fällen kann das Essen oder kann während des Essens eine Atemnot auftreten und die wird durch den hohen Zwerchfellstand mit begünstigt. Das heißt, wenn jetzt voluminöse Mahlzeiten, gerade die, die Sie vielleicht als gesund definieren würden, wie Rohkost, wie Gemüse, wie Blattsalat etc., dann nehmen Sie eigentlich sehr viel Volumen auf mit einer hohen, das heißt mit einer niedrigen Nährstoffdichte, aber mit viel Wasser und mit vielen Faserstoffen. Und das könnte für Ihre Essensaufnahme dann eben sowohl in einen Hustenreiz wie auch in eine Atemnot münden. Das heißt, vermeiden Sie voluminöse Speisen.